Hallo und herzlich willkommen zum Thema Lampionblumen, nämlich diese hier. Und ich verbinde damit gerne heute einmal das Mal Zeichnen, das Entdecken, also die Formen, so Richtung botanische Illustration, mal ganz genau hingucken, wie sitzen die Blumen oder wie sitzen die Lampions eigentlich direkt am Stiel. Oder was haben die Blätter für Formen? Wie sind die Lampions aufgebaut? Und später, wenn man die trocknen lässt, dann, wenn man die sehr lange trocknen lässt, dann werden die ja so adrig. Also dann ist das Orangefarbene alles verschwunden und dann sieht man nur noch diese Adern. Und ich finde, das sieht auch toll aus, ist auch toll zum Zeichnen. Und dann sieht man auch die kleine runde Kugel, die sich da drin versteckt. Ihr kennt das vielleicht zum Essen als Physalis. Das ist genau das Gleiche, vielleicht eine andere Form, ich weiß es nicht. Aber Physalis ist das, was ihr dann auch essen könnt. Und diese Form heißt auch Physalis. Ja, und wie gesagt, negativ malen ist ein bisschen tricky, aber macht umso mehr Spaß, wenn wir so ein schönes Motiv haben wie diese Lampionblumen. Und los geht's. So, ich habe zwei Zeichnungen vorbereitet und möchte mit euch die eine Zeichnung aufbauen. Wir nehmen erstmal diese Zeichnung hier. Da seht ihr Stiele, dann die Lampionblume selber und die Blätter. Ich mache es mal ein bisschen höher. So. Und da kann man also wunderbar gucken und ich kann euch wunderbar erklären, wie dieses Negativmalen aufgebaut ist. Ich habe hier als Papier die Hahnemühle 100% Baumwolle, also 100% Cotton. Und da könnt ihr sehen, in diesem Papier wird natürlich die Farbe schön weich und alles, aber ihr könnt auch anderes Papier nehmen, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt gucken wir mal, welche Farben wir überhaupt nehmen. Und zwar habe ich hier verschiedenes, das ist ja nicht so schwer, denn die Farben sind eigentlich so. Also, welche Farben nehmen wir? Ich nehme ich schreibe hinterher auch nochmal die Farbbezeichnungen da dran. Das hier ist ein Lasurorange. Lasur heißt ein transparentes Orange. Dann werde ich auf jeden Fall auch ein Rot brauchen, Cadmiumrot, egal ob hell oder dunkel, da gibt es ja auch verschiedene. Das Rot brauchen wir. Und dann braucht man natürlich, um Schatten zu machen, einen Violettton. Wir können es ausprobieren mit dem Mauve. Das hier ist Mauve von Winsor & Newton. Oder vielleicht mit Ultramarinviolett. Kann sein, dass das auch sehr gut passt, dass man das mischt mit dem Orange oder so. Dann vielleicht noch etwas Cadmium-Orange. Das ist Cadmium, könnt ihr euch denken. Das ist das Orange, was deckt. Vielleicht brauchen wir das noch für ein paar Akzente oder so. Grüntöne basierend. Ich würde mal von dem Goldgrün ausgehen. Dann ein Phthalogrün oder Phthaloblau. Also auf jeden Fall so einen türkisfarbenen Grünton würde ich mir zurechtsetzen. Dann was ganz Dunkles ist Perylengrün. Ist ein sehr dunkler Ton. Und last not least, wenn man möchte, wenn ihr habt, Chromdioxid feurig oder das ist auch so ein Ton, ist auch so ähnlich wie Phthalogrün oder Viridien heißt der auch. Der hat verschiedene Namen. Wenn ihr in der Mappe oder in der Broschüre von Schminke guckt, da findet ihr das unter Chromdioxid. Ich rate nochmal die Namen hin. Wir brauchen also Lasur, Orange. Dann Cadmiumrot, Mauve, das gibt es von Winsor & Newton.
Dann Ultramarin, Violett, Schminke, Cadmium, Orange, das ist sehr deckend. Dann Lasur, Gold, Grün. Ich glaube, Lasur, Gold, Grün heißt es bei Schminke. Dann gibt es hier Phthalo Blau, könnt auch Phthalo Grün nehmen. Das ist Perylen. Perylengrün, also ein ganz dunkles. Und das ist Chromdioxidfeurig oder auch Viridien oder Phthalogrün, was immer ihr habt. Hier sind also die Farben. Und was wir machen ist, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, negativ zu malen. Und ich habe euch mal hier mal ein paar Beispiele für Negativmalen mitgebracht. Und zwar Klassiker ist immer so ein bisschen der Wald. Da seht ihr, hier sind 1, 2, 3, 4 Schichten. Das hellste ist oben, das dunkelste ist hinten. Und zwischendurch gibt es verschiedene Graustufen. Hier in dem Fall sind es drei, also mit dem Weiß vier. Und hier könnt ihr schon sehen, wie plastisch das ist, also wie das in die Tiefe geht. Einmal im Monochrom und einmal seht ihr es hier in Grün. Dann gibt es hier noch eine Übung, die ihr auch leicht mal machen könnt mit Kreisen. Einfach nur so Kreise machen. Und dann macht man das so, man legt zuerst das Hellste an und dann immer dunkler. Jede Schicht macht das dann dunkler. Ihr werdet das gleich sehen bei unseren Lampionblumen, da machen wir es genauso. Und ich hatte hier hinten noch eins, genau. Zum Beispiel kann man das natürlich auch toll machen mit Steinen. Seht ihr, hier kann man sehen, wie tief die Steine gehen, hier hinten. Immer eine Schicht nach der anderen. Und dann habe ich hier noch einen Wald. Da kann man natürlich dann die vorderen Bäume ausschmücken, so viel wie man will. Das ist natürlich auch der Reiz des Bildes. Ich habe das hier bewusst einfach gehalten, weil das ja eine Demonstration ist. So, und jetzt legen wir mal los. Wir fangen an. Also die Farben habe ich euch gegeben. Ungefähr, was ihr habt, habt ihr, was nicht, das nicht, ist auch nicht so schlimm, ne? Und man fängt an, indem man die hellste Farbe zuerst setzt. Und ich würde auch euch empfehlen, startet nass in nass. Das heißt also ruhig die ganze Fläche hier nass machen, also das Papier befeuchten. So. Ich habe hier die Bleistiftzeichnung ist sehr stark, damit ihr sehen könnt, wo ich male. Und dann überlege ich mir, okay, die Sonne kommt von hier oben. Das heißt also, hier ist ein bisschen dunklere Töne. Und man kann natürlich auch schon so ein bisschen die Farben anlegen von den Lampionblumen. Das sieht ja auch immer ganz schön aus, wenn man das schon hat. Aber hier hinten würde ich auch euch empfehlen, bleibt kühl. Das heißt, ich mache mir ein kühles Blau und hier wird es sogar ziemlich dunkel. Ihr könnt das erstmal so drüber machen, bleibt sehr locker dabei. Hier kann es dann schön hell werden. So. So. Einfach mal so ein bisschen den Hintergrund gestalten. Ich würde euch auch empfehlen, bleibt jetzt erstmal bei den Farben Grün und Orange. Wenn ihr seht, oh Mann, das läuft aus, so wie bei mir jetzt, dann sauge ich die Farbe einfach ein bisschen ab. So. Wenn ich solche kleinen Freistellen hier habe, dann lasse ich die. So, der Hintergrund sollte auch erstmal so zart sein, wie ihr seht. Ich mache immer den Rand sauber, weil das mich nicht von dem Motiv ablenkt, ne? Und was ganz wichtig ist, jede Schicht muss super, super trocken sein. Und deshalb föhne ich das Ganze jetzt erstmal trocken.
So, der Hintergrund ist jetzt sehr trocken. Ihr seht, es ist auch wieder viel, viel blasser geworden, als es nass war. Und jetzt geht es darum, die Form herauszuarbeiten, also unsere Hauptform. Unsere Hauptform sind die Lampionblume und die Blätter und die Stiele. Mit der Negativtechnik macht man zum einen sehr schöne Hintergründe, also lebendige Hintergründe. Hier sind mir jetzt ein paar Blumenköhler, also nasse Ränder entstanden, was ich persönlich nicht schlimm finde. Durch diese Farbverschwimmung ist einfach der Hintergrund schön, da braucht man schon mal nicht mehr drüber nachdenken. Und beim Negativmalen malt man also nicht, also sagen wir mal zuerst nicht das Hauptmotiv, also die Lampionblume, sondern den Hintergrund. Man macht den Hintergrund dunkel, damit die Hauptmotive rauskommen und man Tiefe bekommt. So, und das machen wir jetzt mal. Ich nehme ein kühles Grün. Wer hat, kann auch Ocean Green nehmen. Also es sollte ein dunkles, kühles Grün sein. Und ich mische etwas von dem Perylengrün, vielleicht mit einem Blauton oder mit diesem Dunkel hier. Oh, und da braucht man natürlich einen Pinsel mit einer sehr, sehr guten Spitze. Und auch ein feiner Pinsel, der wäre auch nicht schlecht. Ich nehme einfach mal verschiedene Pinsel, die ich so habe. Und wo ist mein Lieblingspinsel? Ach, den habe ich den schon hier. So, damit. Nee, der nicht. Der hier. Also Pinsel sind gut, wenn man jetzt so klein arbeitet, die eine schöne Spitze haben. Das hat der. Und jetzt nehme ich dieses Blaugrün. Könnt ihr auch, je nachdem, wie ihr das mögt, könnt ihr das machen. Und ich male. Ich male, das ist natürlich kein lockeres, freies Malen, sondern da malt man erstmal ziemlich genau. Und zwar male ich jetzt hier um die Stängel rum. Und das ist jetzt also die zweite Schicht. So. Nach unten hin wird es dunkler und nach oben hin wird es natürlich dann heller. So, das ist viel, sind viele Elemente dabei, wo man auch so ein bisschen ausmalt, wenn man so will. Und man kann, das zeige ich euch gleich, bei der nächsten Form, also hier zum Beispiel habe ich ja eine Form, die ist sehr groß. Und die brauche ich natürlich auch ein bisschen dunkler. Vielleicht nehme ich da aber auch ein bisschen andere Farben. Und da kann ich einfach auch noch mal so ein bisschen das Aquarell laufen lassen, damit es nicht so wie ausgemalt aussieht, weil das wollen wir ja nun auch nicht. So, und hier diese beiden Farben, das ist dann so quasi der Übergang. Jetzt muss ich das noch mal ganz nass machen, sonst gibt es den berühmten Blumenkohl. So, und da setze ich tatsächlich noch ein tieferes Blau rein. Und da setze ich nochmal ein helleres Grün rein, damit ich ein bisschen die Verbindung zwischen diesen beiden Flächen habe. So, hier geht es weiter. Hier unten, ich bleibe erstmal beim unten, beim dunkleren Ton. So, und mische mir da was zusammen. Hier habe ich nämlich ein Blatt vorgezeichnet und noch eine kleine. Eine kleinen, einen kleinen Lampion. So, wo geht es dann weiter? Da muss man immer gucken, damit man nicht zu viel übermalt. So, hier. Dann habe ich hier auch nochmal ein Blatt. Also erstmal jetzt diese dunklen Bereiche. Vielleicht hier auch noch ein bisschen. So. Genau. So, ah ja, hier ist der Zipfel. Den kann man auch schon formen. So. Und dann haben wir hier wieder eine größere Fläche. Einfach mal ein bisschen ausmalen. Auch wieder ein bisschen von dem Grünblau da rein. Hier oben haben wir auch noch so, upsa, hier oben haben wir auch noch so ein bisschen diese
Fläche um das Blatt herum. So. Hier und hier. Damit man die Form sieht, müssen wir das natürlich auch abgrenzen. Das heißt, auch hier wieder ein bisschen von dem Grün da rein oder man kann auch so rum, also hier um die Form rum, dunklere Töne. So wie hier auch. Vielleicht da oben noch ein bisschen Sienna rein. Das ist ja so eine Mischung hier oben zwischen Orange und Grün. So. Später können wir das, wenn wir merken, ach, das ist nicht dunkel genug oder so, dann machen wir das einfach nochmal. So, wie sieht es hier unten aus? Ah ja, nochmal genau gucken. Hier. So. Manchmal vertut man sich da auch ein bisschen, ist aber nicht schlimm, man kann das alles hinterher noch korrigieren. Hier ist das Blatt. Ich habe es extra einfach gemacht, man kann es damit wir da durchblicken. So, was ist hier? Hier ist ein Blatt. Das kommt später. Jetzt wird wieder trocken geföhnt. Jetzt haben wir ja die nächste Schicht. So, jetzt ist die zweite Schicht getrocknet und wir können uns jetzt mal an die Blätter wagen. Und zwar nehme ich dafür auch ein dieses Goldgrün als Basis und misch mir das aber an, dass es ein bisschen, ja, dass es ein bisschen heller ist. Und hier haben wir diese Adern. Ich werde mal etwas größer. Und das ist natürlich auch, man könnte die jetzt auch zum Beispiel mit Maskierflüssigkeit, ja, aussparen die Adern, aber wir können das natürlich auch machen, wenn wir vorsichtig so ein bisschen drumrum malen. Zugegeben, das hat ein bisschen was von Malen nach Zahlen, was ich nicht so schlimm finde, denn das ist ja eine gute Mischung zwischen so ausdrucksvollem Aquarell und genauem Arbeiten. Das kann man später, wenn man ein bisschen Übung hat, auch noch ausarbeiten. Ich würde jetzt auch hingehen und tatsächlich hier diese Adern, da wo die anfangen, bisschen, das ist ja das Blatt, was hier an dem Stängel ist. Hier, so. So. Da würde ich auch ruhig, solange das noch feucht ist, kann man das wunderbar ein bisschen so Verläufe da drum machen, dass es also in den Hintergrund einblendet. Das ist das Zauberwort. Und dann nehme ich doch lieber einen ganz dünnen Pinsel. Der kann das besser. Hier, ihr seht, ich bringe jetzt so ein bisschen Tiefe da rein. So. Vielleicht auch nicht überall, sondern nur ab und zu. Und dann hat man noch ein bisschen Tiefe hier in dem Blatt. So. Genau. Und da kommt natürlich auch ein kleiner Schatten hin hier. So. Genau, so. Da braucht man etwas Geduld, aber wie ihr euch denken könnt, lohnt sich das durchaus. So. Und hier haben wir auch noch einen grünen. Und das ist auch was für Leute, die gerne zum Beispiel puzzeln. Oder sich gerne in ein Motiv vertiefen. Das mache ich nämlich auch manchmal sehr gerne. Und da kann man dann wirklich, ja, wenn man will, kann man da Stunden verbringen mit so einem Motiv. Und hinterher ist man dann erstaunt, wie gut es geworden ist. So. Hier, da können wir auch noch mal hier, wenn man das nur so ein bisschen ganz zart macht.
Ah, dieses Perylengrün ist eine von den Tönen, die richtig viel Pigment abgeben, wenn die Eimer weich sind. Da muss man drauf aufpassen. So, jetzt haben wir hier noch eine Ader. Ihr seht schon die Adern. Hier noch ein bisschen mehr. Was man nämlich braucht, ist so ein bisschen diese Balance zwischen der Dunkelheit des Blattes und der Helligkeit der Adern. So, dann nehme ich noch mal so einen Mittelton und das ist eine wahnsinnig gute Übung für Tonwerte. Also, dass man ein Auge dafür kriegt, wie setze ich Tonwerte ein und was kann ich damit erreichen? So, hier auch noch mal. Hier müssen wir jetzt auch gucken. Ich nehme wieder dieses Basisgrün und setze hier, das ist ein großes Blatt, was hinter der Lampionblume, hinter der Pflanze liegt oder hinter der Frucht. Und hier mache ich jetzt auch erstmal die Form in dem Blatt. So. Und solange das noch feucht ist, gehe ich hin und setze so ein bisschen nur an diese Schnittkanten oder besser gesagt da, wo eine neue Ader rauskommt. Da ist es besonders schön, wenn man da noch mal ein bisschen Dunkelheit macht. So. Ich muss mich da auch immer erst ein bisschen reindenken. Das dauert immer ein paar Minuten. Aber wenn man das einmal intus hat, dann werdet ihr merken, dann geht das fast automatisch. So. Also denkt in Verläufen, denkt in Ineinanderblendung, denkt weich. Weich ist ganz wichtig. Natürlich könnte man auch hingehen und die Adern des Blattes mit Weiß zum Beispiel hinterher nochmal betonen. Das ist alles möglich. Warum nicht, ne? Aber ich will euch jetzt mal so diese ganz klassische Technik zeigen. So. Und auch hier immer schön gucken, wie grün darf es sein, damit es nicht mit dem Hintergrund eins wird, zum Beispiel. Ne? Da muss man ja auch aufpassen. So, wenn es natürlich feucht ist, dann geht es am allerbesten. Also diese Betonung machen, meine ich. Kann man dann vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker werden. Auch, dass man auch dabei gut ein Gefühl dafür kriegt, was ist mit meinem Pinsel los, ne? Wie viel Wasser ist da drin? Brauche ich mehr? Wie viel Pigmente sind da drin? Das ist ja auch mit fürs Aquarell sehr, sehr wichtig. Und das ist natürlich auch je nach Pinsel unterschiedlich. Deshalb bin ich eigentlich erstmal immer dafür, gerade wenn man die Pinsel noch nicht so gut kennt, dass ihr die Pinsel wirklich kennenlernt, eure Pinsel. Dann wisst ihr genau, dann könnt ihr das fühlen, wie viel Pigment und wie viel Wasser drin ist. So, man muss auch ab und zu mal einen Schritt weggehen oder ich kann natürlich wunderbar in den Monitor gucken, um zu sehen, ob das noch alles so schön passt. Aber es passt. So. Das sind jetzt auch keine Blätter, die irgendwie in sich besondere Drehungen haben oder so. Also sowas wollte ich euch jetzt erstmal ersparen. Das ist dann was anderes. So, hier kann ich nochmal weiterarbeiten. Ich habe jetzt hauptsächlich übrigens Perylengrün. Nehme ich. So, hier kann ich auch nochmal eine Ader machen. So. Und wie gesagt, also wenn man merkt, ach Gott, ich habe eine Ader vergessen oder da wäre vielleicht doch noch eine schön, dann kann man hinterher auswaschen, wäre die eine Möglichkeit. Oder tatsächlich mit Weiß nochmal eine Ader nachzeichnen, kein Problem. So.
Und wie gesagt, also das große, alles A und O ist das Ineinanderblenden. So, ich glaube fast, hier kann es auch noch ein bisschen dunkler werden. Ihr braucht auch die Blätter, ihr seht das ja auch bei mir, muss nicht sofort so perfekt sein. Das kann hinterher auch nochmal, kann man da nochmal fein drüber gehen. Erstmal geht es darum, jetzt die Blätter anzulegen. Hier unten kann man ruhig wieder ein bisschen einen Blauton nehmen. Um das Blatt, hier habe ich ja noch so ein Blatt versteckt. Weil Blau ist ja eine Farbe, die immer im Hintergrund oder die Dinge, die Objekte, die Motive, die wir haben, in den Hintergrund bringt. Und natürlich gilt das auch für unsere Blätter hier. Hier habe ich jetzt keine Adern eingezeichnet, die mache ich so ein bisschen Freehand, Freihand. So, und dann noch ein bisschen mit dem Perilingrün. Es ist natürlich auch so, gerade bei der Lampionblume, da sind das Orange hat als Komplementärfarbe Türkis, also im weitesten Sinne, also ein Blaugrün. Und deshalb passt es jetzt hier auch so schön, wenn man dann mit Blaugrün die Hintergründe malt und die Kontraste zu den Lampion schön aufbauen kann. So, naja, was machen wir nochmal? Wir gucken nochmal auf die Stänge. So, die Stängel kann man hinterher auch noch betonen. Also das ist so die, ich sage jetzt mal, die letzte Arbeit, die man macht, dass man dann wirklich noch so richtig schöne Details macht. So. Ja, das kommt schon ganz gut. Das gefällt mir ganz gut schon mal. So, jetzt habe ich den Stängel. Ach, hier ist auch noch ein Stängel. Seht ihr? Das geht nämlich, den nehme ich auch wieder in so ein Blaugrün. So alles, was hier unten ist, da mische ich immer einen Grünton mit rein. Wenn ich sehe, der Stängel ist nicht stark genug ausgebildet, dann gebe ich da auch nochmal so ein, ja, dann male ich dieses klassische Negativ, indem ich hier den durch die Dunkelheit, die ich daneben setze, ihr seht das jetzt hier, poppt er dann so richtig schön raus, seht ihr? So, zack. Und schon sehe ich, ah, da ist ein Stängel. Es kann sein, dass ich das später nochmal bei anderen. Man muss jetzt auch nicht so unbedingt immer sagen, ja, das ist ein Blatt und das ist dies und das ist jenes. Das kann auch einfach ein bisschen abstrakt sein, vielleicht oder offen bleiben. Macht euch da nicht so einen Kopf. So, das ist jetzt so fast das Dunkelste, was ich habe. Ich habe das nochmal angelöst und ein bisschen Farbe wegnehmen. Weil wenn ich so eine Dunkelheit habe, dann sollte ich die auch noch an anderen Stellen bringen, um das Bild, ja, um dem Bild eine schöne Harmonie zu geben. So. Okay. Denn die Dunkelheit rahmt unser Hauptmotiv ein. Unser Hauptmotiv, die Lampions. Und die, jetzt braucht man auch nicht groß, zu warten, bis es trocknet oder so. Wir machen jetzt mal die Lampions. Und zwar nehme ich da als Grundfarbe Lasur-Orange. Immer schön den Pinsel auswaschen. So, und guck mir nochmal genau an, weil die sind nicht einfach. Upsa, die sind nicht einfach so, sondern ich leg noch mal welche hier hin. So, kann ich. Ach, auf der anderen Seite vielleicht. So, damit wir die auch noch mal ein bisschen im Bild haben. Ihr seht, die haben auch hier diese Adern. Die sind hier links dunkel, rechts hell und hier sind auch Schatten und so. Das heißt also, so einfach nur orange, einen orangen Ballon machen, wäre jetzt nicht so gut. Deshalb werde ich auch jede einzelne, wie sagt man da, Sequenz oder jedes einzelne Teil erst nochmal so ausmalen.
So, und da kann man auch ruhig ein bisschen lockerer werden. Ich gucke noch mal. Hier ist sowas Helles, das ist schön, das lasse ich. Und solange das nass ist, habe ich jetzt die Chance, zum Beispiel, hier ist rot. Dann noch mal mit rot, also da, wo es dunkler ist, wo die Lampionblume dunkler ist, das ist hier. So, da sollte man aufpassen, dass es möglichst nicht ineinander läuft, dass man da noch mal mit rot die Form ausarbeitet. So. Und dann ist hier unten auf jeden Fall, ist es ein bisschen röter. So. So, hier auch. Und oben, wie sieht es oben aus, wenn man hier so reinguckt? Wir gucken ja hier so ein bisschen rein. Da haben wir nämlich hier den Stängel. So, den Stängel male ich gleich, aber das ist auf jeden Fall auch dunkel. Hängen mir die jetzt nochmal hier so hin, dass ich die nochmal von der Seite sehe. Zeige es euch nochmal. So. So, hier, dass ihr ungefähr sehen könnt. Genau, unten ist es dunkler. Das können wir auch gleich nochmal ausarbeiten. Hier gibt es diese Formen. So. Ruhig noch ein bisschen kräftig die Farbe draufsetzen, hier hinten auch. So. Das können wir ja alles hinterher nochmal ausarbeiten. Aber schon mal, dass wir die Form haben. Auch hier können wir direkt weitergehen. Da diese Lampionblume im Hintergrund ist und diese auch, würde ich die jetzt auch gar nicht so doll ausarbeiten, sondern oder bunt machen oder einkolorieren, sondern wirklich nur so andeuten und es dabei belassen. Konzentriere mich in der Ausarbeitung auf die Haupt, den Hauptlampion. So ein bisschen. Wenn man sich hier das anguckt, dann sieht man, aha, der Stiel ist ganz spannend. Der Stiel ist nämlich oben grün, quietschgrün. So, oben grün, wenn der hier reingeht. So. Und dann wird er nach unten hin tatsächlich orange. So. Genau. Da, wo es zu viel ist, nehme ich einfach wieder was ab. So. Das ist auch was, was man gut machen kann, die Farbe einfach noch mal ein bisschen verteilen. So, hier habe ich noch mal Wasser reingemacht, weil, wie gesagt, das macht mir nichts aus, wenn da ein Blumenkohl entsteht. Hier vielleicht ein bisschen Farbe wegnehmen, dass es offener wird. Und hier oben, da wird wahrscheinlich ist der hellste Punkt, weil das Licht kommt ja von oben. Deshalb würde ich hier tatsächlich auch noch mal so ein bisschen nehmen, vielleicht hier auch. So, jetzt habe ich schon einen viel, viel lebendigeren Kontrast. Und jetzt föhne ich das Ganze noch mal. So, die dritte oder vielleicht sogar schon vierte Schicht ist getrocknet. Und jetzt brauchen wir tatsächlich noch mal einen ganz feinen Pinsel. Und ich habe hier einen, der ist auch nicht so weich. Der ist ein Zweier von der Firma Cottman. Ist ein synthetischer Pinsel. Der Vorteil ist, ich kann mit dem Pinsel tatsächlich jetzt feine Linien malen. Und ich probiere mal, wie es aussieht, wenn ich hier mit Mauve diese kleinen Adern, die sind ja. Das sind ja auch so kleine Adern, die sind aber da dunkel und auf der einen Seite hell, je nachdem, wie das Licht hinkommt. Und dann gibt es hier auch so Zipfel, die gehen hier rein. Das kann man auch nochmal ein bisschen so betonen, weil Mauve mit dem Violett, Mauve ist ja ein violetter Ton, der ist, das ist natürlich auch ein perfekter Schattenton. Das heißt also,
Da kann man auch die Formen sehr schön nochmal betonen. Denkt immer dran, man sollte die ineinander blenden. So, natürlich besteht hierbei, also bei dieser Art zu zeichnen und zu malen, immer so ein bisschen die Gefahr, dass man es übermalt. Also, dass es zu detailreich ist. Und dass es dadurch ein bisschen leblos wirkt. Aber wir können dem natürlich sehr gut entgegenwirken, indem wir einfach manche Dinge ungesagt lassen. Also in unserem Fall ungemalt. Und das heißt immer wieder die Linie unterbrechen. Also nicht einfach nur eine Linie malen, sondern die Linie unterbrechen und an der anderen Stelle wieder weitermalen. So. Und hier auch. Da kann man jetzt auch schon sehen, wo man eventuell auch noch mal ein bisschen Hintergrund braucht oder so. Und ich würde jetzt auch noch mal mit dem Cadmium, ich sehe nämlich hier bei meinen Modellen, da sehe ich vor allen Dingen hier sehr viel Helligkeit. Und hier auch. So, das male ich jetzt auch gar nicht mehr so aus. Bei den unteren nehme ich auch so einen etwas mauve-artigen Ton, also dieses Mauve. So, misch mir da irgendwas und mal da, deute da die Linien an. Wenn ich merke, oh, das ist zu doll, dann mache ich einfach ein bisschen, tupfe ich die Farbe ab, dass das Pigment rausgeht. So, hier unten fände ich es gut, wenn ich hier auch noch mal ein bisschen Zipfel sehen würde. Die gehen ja auch so ein bisschen nach außen, die tanzen so ein bisschen nach außen. So, und an der anderen Seite auch. Da und da, wo es hell ist, lasse ich es. So, wunderbar. Ja. Wenn es zu doll ist, kann man es anlösen. Oder man setzt auch hier, würde ich nochmal einen Schatten setzen, um diese Haupt- und den Hauptlampion nochmal zu betonen. So. Okay. So, was haben wir hier noch? Bevor ich jetzt tatsächlich mit Weiß nochmal reingehe, nehme ich noch einen etwas dunkleren Orangeton, den mische ich mir mit ein bisschen Palettendreck an und gucke nochmal ganz genau hin und mache vielleicht so einzelne Adern. Einfach nur so, ich gucke, wo laufen die? Ja, dies ist genauso wie bei den Blättern. Die laufen mal da, mal da. Und die setze ich nochmal drauf. Deute vielleicht nochmal hier so eine Rille an. Das sind ja unglaublich viele Adern. Wer die Lampionblumen im getrockneten Format sozusagen kennt, der weiß, dass die ganz, ganz wie so ein Netz sind eigentlich, was sehr, sehr schön aussieht. Natürlich auch toll zu malen, aber dann, da ist man dann schon vielleicht sogar Tage mit beschäftigt. Aber schön ist es auf jeden Fall. Mir scheint noch ein bisschen Kontrast zu fehlen. Ich mache jetzt aber erstmal weiß. Dazu nehme ich Titanweiß, wie immer. So. Und setze das recht frei. Also ich will ja, ne, der ist zu dick, brauche ich so einen mittleren Pinsel für. Nein, der nicht. Ja, der ist gut, relativ dünn, macht das
Nehmen extra Wasser dafür, ne? Für Weiß braucht man immer extra Wasser, damit die Farbe nicht einsuppt sozusagen. So, dann mische ich mir hier das Weiß, nicht zu viel, nicht zu wenig. Kann man auch nochmal hier auf dem Test, ja, das ist gut. Und dann gucke ich mir an, wo sind die Highlights? Also, die sind definitiv hier. Und dann gehe ich ganz mutig hin. Und setze hier nochmal die Highlights. So, und dann nehme ich einen ganz feinen Pinsel anschließend und setze nochmal solche, ja, solche Momente, die dann auch nochmal Tiefe geben. Das ist sozusagen mein vorletzter Schritt. Vielleicht auch sogar nochmal hier ein bisschen. Reicht da, wenn man dann so ein bisschen von dem Weiß hier einarbeitet? Unten würde ich nicht mehr weiß setzen, auch hier nicht, hier ein bisschen vielleicht so. Aber wichtig ist, dass hier wirklich nochmal, wenn man möchte, ich hatte ja vorhin schon gesagt, kann man auch nochmal die Adern hier ein bisschen deutlicher machen oder ein bisschen verstärken. Wenn einem das gut gefällt, ich würde auch hier noch mal den Stängel und hier auch, aber auch nur ein bisschen. Die Weißmischung, die ich hier habe, die wird trocknen und sich sehr gut in den Hintergrund einfügen. So. So, dann habe ich nämlich hier eine bessere Führung fürs Auge. So, und dann sehe ich hier, ah, da geht ja das Blatt geht ja hier in den Ast rein. Dann kann ich noch mal so ein paar Sachen, wo ich meine, die könnten noch ein bisschen Betonung gebrauchen. Nicht, dass das Auge, doof ist immer, wenn das Auge so im Unklaren bleibt. Also wenn man nicht weiß, wenn man sozusagen als Auge nicht weiß, ist es jetzt vorne, ist es hinten oder was ist da eigentlich los? Und dafür ist diese Nacharbeit hier sehr, sehr gut. So, ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr dran machen. Und ja, ich hoffe, ich habe euch damit mal eine schöne kurze Einleitung gegeben in das Negativmalen und würde mich freuen, wenn ihr ja einfach mal weitermacht. Dann viel Spaß damit. Bis bald. Tschüss.